Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. Wir befinden uns in Neu-Tristan und waren letzte Folge aufgehört, als wir die Quest mit der Krone abgeschlossen haben. Jetzt müssen wir mit Deckard Cain reden, um eine neue Quest zu bekommen. Doch zuvor lesen. Hören wir uns doch erstmal Miras Brief an Hedrick an. Mira ist übrigens die Frau des Schmiedes. Wer die letzten die ersten Folgen geguckt hat, weiß, was passiert ist. Also, hören wir mal rein. Mein liebster Hedrick, verzweifle nicht. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Unsere gemeinsame Zeit bedeutet mir mehr, als ich mit Worten ausdrücken kann. Aber das ändert nichts daran, dass das Leben nicht gerecht ist. Wir müssen stark sein, um die Schrecken, die diese Welt heimsuchen, zu besiegen. Mein letzter Wunsch ist, dass du deinen Weg im Leben findest. Deine dich ewig liebende Mira. Ja, schön. Dann kann man jetzt drüber reden, ob er seinen Weg im Leben gefunden hat mit uns und dass er uns Waffen schmiedet oder ob er nur seine Trauer kompensieren will damit, indem er sich ablenkt. Aber das kann ich nicht beantworten. Gucken wir uns doch erstmal in den Häusern um. Vielleicht gibt's hier ja einen Teil 2. Ja. Ich wünschte, Lea könnte ein anderes Leben führen. Ein normaleres Leben. Aber das ist leider nicht ihr Schicksal. Wenn ich sterbe, ist niemand da außer ihr, um meine Arbeit fortzuführen. Und die Zukunft dieser Welt hängt in der Schwebe. Weißt du, was alle von ihren Sorgen haben? Ja. Wenn er stirbt, wäre es denn noch für Lea da? Ja, schwierige Familienverhältnisse, würde ich mal tippen. Leoriks Krone wurde neu geschmiedet. Ah, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Ich werde ihn vernichten und den gefallenen Stern finden. So. Benutzt den Wegpunkt von Neu-Tristan, um zum Garten der Kathedrale zurückzukehren. So, wir müssen jetzt in die königlichen Krypten eindringen, um den bösen Skelettkönig übelst zusammenzuhauen. Nein. Zu besiegen, zu vernichten, ein Derbe aufs Maul zu geben. Was man eben so tut. Den Gedärm geplatzt. Oh, Elite-Gegner. Oh. Nicht genug Wut. Ja. Und den letzten Skelett-Gegner. Und tot mit ihnen. Schulterplatten. Und wir haben neue Fähigkeiten freigeschaltet. Für den Hieb haben wir die Rune Offensiv freigeschaltet. Gegner haben eine erhöhte Chance, kritische Treffer zu erleiden. Ja. Das war, glaube ich, hier mit STG. Nee. Ja, doch, mit STG kann man noch rüber haben. Und ja, ich finde, das ist nicht wirklich stark. Ich bleibe bei meiner Raserei. Aber wir haben hier auch noch die Revenge. Fügt allen Gegnern in der Nähe 300% Waffenschaden zu. Heilt euch für jeden getroffenen Gegner um 4% eures maximalen Lebens. Ja, ich bleib hier noch dabei, das werde ich vermutlich später ausrüsten. Und wir haben eine neue Passive Fähigkeit, Nerven aus Stahl.
Wenn ihr tödlichen Schaden erleidet, wird euer Leben stattdessen auf 15% reduziert. Außerdem wird 3 Sekunden lang jeglicher erlittener Schaden um 95% reduziert und ihr seid gegen alle Kontrollverluste immun. Ich mach kurz eine Cut hier rein. Nein, mach ich nicht. Ich werd grad genervt, aber egal. Ich werde das nicht hinnehmen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ach so, gut, ich habe einen Geist beschworen. Oh. Manchmal muss man mit seinem Leben abschließen. Ach, ja. Diablo 3. Also, die Fähigkeiten sind alle ziemlich praktisch, finde ich. Aber im Moment für mich nicht zu gebrauchen. Ich finde die ich momentan habe, sehr gut. Und ich bin ja auch erst Level 13. Da wird sich eh noch einiges ändern in der Zeit. Und... oh. Und ein Skelett. Stören wir mal die Fässer. 1, 2. Die kann man, by the way, auch alle zerstören. Oh, ein Schreibpult. Nice. Lachdamen Schriftrolle 2. Lachdamen Schriftrolle 1 hatten wir ja schon gehört. In einem der Parts, wenn ich mich richtig erinnere. Also, hören wir mal rein. Es war Lazarus. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Wut. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Ja. Noch ein bisschen Background-Information, wie das hier abgelaufen ist. Der König wurde anscheinend wahnsinnig und hier Lachdamans beschreibt in seiner zweiten Schriftrolle, dass es eben an einem Erzbischof lag, der den König manipuliert hat und ihn eingeredet hat, einen Angriff stehe bevor. Und der König hat die ganzen Armeen dann Richtung Westmark geschickt und eigentlich alle seine Soldaten nur in den Tod geschickt. Ja, sehe ich auch so. Wäre auch aber auch ungünstig, wenn nicht. Werden. Zweihand macht weniger Schaden, werde ich nicht nutzen. Und sonst, aha. Ein Portal, was Dämonen beschwört. Oder in dem Fall Skelette. Das wollen wir nicht haben. Schnell weg damit. Oh, ich sehe da hinten schon einen Elite-Gegner. Ach ja. Ja, vorher kümmern wir uns erstmal um die kleinen Biester. Oh, und ich sehe hier hinten schon eine verfluchte Truhe. Das ist auch ein Teil, was ich angesprochen habe. Es gibt auch solche Challenge-Truhen. Und ja. Mal schauen, wie ich hier hinführe. Mir fehlt noch, ja, ich hätte gerne den Sprung. Zurück in die Hölle, Hund. Zurück in die Hölle, Hund. Ja. Nett. Oh! Die Kreuzritter Teil 1. Hören wir mal rein. Im östlichen Königreich Kejistan habe ich Gerüchte über Krieger der Zakarum gehört, die Kreuzritter genannt werden.
Die Einwohner waren diesbezüglich sehr verschwiegen. Doch ich konnte kombinieren, dass dieser Orden vor 200 Jahren gegründet wurde. Zur Zeit, als Rakis seine Paladin-Armee nach Westen führte. Doch diese Kreuzritter reisten gen Osten und hatten eine ganz andere Mission. Naja, die Kreuzritter, die kann man hier auch spielen mit der Erweiterung. Eine ganz wichtige Klasse. Und was muss ich tun? Aber man. Das ist verschlossen. Ach, töte 100 Gegner, ja. Ihr habt gegen mich keine Chance. Ja, doch, haben sie schon so ein bisschen. Ich brauche mehr Zeit. Ah, ich hab doch ein neues Wissen, aber ey, das hat sich nicht aktualisiert. Dann guck ich gleich nach. Hoffe, ich kann das nachgucken. Nicht genug. Na, schade, nur 98 geschafft. Da bin ich noch zu low level. Und da bin ich auf Level 14 geworden. Damit auch die nächste Fähigkeit freigeschaltet. Aber erstmal öffnen wir die Truhe. Hätte ich das geschafft, wäre hier noch eine zweite aufgeploppt. Und die droppen halt Sachen, die man halt so braucht. Die einen ein bisschen weiterhelfen. Wie zum Beispiel Materialien. Oder halt Edelsteine. Und ich hoffe gerade, ich kann die eben gleich nachgucken. Das gucke ich gleich nach. Gucken wir uns erstmal die Fähigkeiten an, die ich noch dazu bekommen habe. Und zwar beim Sprung. Die Rune Eiserner Aufschlag erhöht für eine begrenzte Zeitraum nach der Landung euren Rüstungswert. Das ist ziemlich nett. Kann man auch vermutlich später gebrauchen. Versetzt eure Gegner in Angst und lässt ihre Angriffe weniger Schaden verursachen. Ja, im Moment brauche ich das nicht, deswegen würde ich vermutlich hier auf Sprung gehen. Mit dem Eisernen Aufprall, um nochmal so ein Close-Up zu haben, sodass ich rankomme. Ja, ich lerne auch noch was dazu. Nein. Ah. J war's. Hier. Ghule. Ghule sind stärker als die meisten lebenden Toten. Doch sie erwerben ihre Widerstandskraft durch grauenvolle Methoden. Sie laben sich an menschlichen Leichen. Diese Kreaturen sind am ungefährlichsten, während sie fressen. Doch man sollte sie nicht stören. Sonst sind es bald die eigenen Glieder, die zwischen ihren Zähnen zermalmt werden. Ein würdiges Mehr Wut. Oh, der hat die Fähigkeit Vereisung. Eine nervtötende Fähigkeit. Ich brauche Wut. Ich bin hier hingegangen, weil ich wusste, dass hier eine Schriftrolle ist. Einfach nur, weil ich wusste, dass hier noch eine andere ist. Ein Schreibpult. Was der eben sein müsste. Das sieht man auch auf der Karte ein bisschen, wenn man das hinguckt. Auf solchen Sachen sind meistens Schriftrollen. Pulte. Und das ist das Teil 3. Es gibt glaube ich davon 3 Teile. Nicht 3, 9 Teile. Aber da bin ich mir nicht sicher. Hören wir aber mal rein. Ja, ich vergesse auch sowas mal. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Ja, da hat man nochmal gehört, aus welchem Grund er den König durchbohrt hat. Weil er eben wahnsinnig geworden ist. Und ja. Das ist. Kann man jetzt von halten, was man will, aber
Anscheinend hat er dem Volk nicht so gut getan. Dieser wahnsinnig König. Helf dem Krieger. Oh, ja. Ein gefangener Krieger. Den helfen wir mal. Wer will denn schon vor solchen hässlichen Priestern? Ja, kein Problem. Zurück zu meiner Mission. Alles klar. Wer seid ihr? Das werdet ihr bald erfahren. Helft mir, meine Ausrüstung zu finden, und ich werde euch reich belohnen. Alles klar, er wird uns reich belohnen. Na, dann helfen wir nochmal. Ich komme, den Skelettkönig zu töten. Ich ebenso. Ja, da haben sich zwei gefunden. Nicht genug Wut. So, jetzt haben wir hier ein. Ein Begleiter, den Krieger. Die Kultisten haben mich an dieser glühenden Grube vorbeigezerrt. Wie ist sie entstanden? Ich bin hier, um es herauszufinden. Hier entlang. Da sind meine Waffen. Er ist frei! Er darf sich nicht bewaffnen! Oh. Stimmen sehr gut gemacht. Ich bin Cormac, Krieger des Templerordens. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Ich weiß, dass Templer vertrauenswürdig sind. Wir kämpfen Seite an Seite. Die Urahnen sehen. Oh, der war. Der Move war sick, oder nicht? Mehr Wut. Oh, geschmolzen, das ist einer der schwierigsten, würde ich sagen, wenn du ein Nahkämpfer bist. Der Fähigkeiten. Weil du halt nicht so gut drin stehen bleiben kannst, ohne sehr viel Schaden zu bekommen, besonders im späteren Fall. Also besonders im Greater Rift oder so. Und wir haben meistens die Nervtöne angewohnt, beim Tod auch noch zu explodieren. Das heißt, man muss sich immer umpositionieren. Das geht noch nicht. Was die Sache auch ein bisschen schwerer macht beim Kämpfen. So, und ja, wir haben jetzt unseren ersten Begleiter freigeschaltet. Das ist der Templer. Ich bin Cormac, Krieger des Templerordens. Ja, toll. Sucht ihr nach dem Skelettkönig? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund, allein zu kämpfen. Hier ein netter Speicherpunkt. Wir kämpfen Seite an Seite. Ich werde hier jetzt auch die Folge beenden, die wird etwas kürzer sein. Das tut mir leid, denn ich muss. Hab nicht ganz so viel Zeit dieses Mal beim Aufnehmen. Die Folge ist vermutlich nur 15 Minuten lang. Ich habe mir wieder vergessen, den Timer zu stellen, weil ich so ein Genie bin. Aber verzeiht mir das, dafür lade ich halt diese Folge. Ja, das ist. Kann ich nicht wirklich viel dran erinnern. Tut mir leid. Liegt einfach an der Zeit. Dafür kommt morgen wieder eine 25-Minuten-Folge. Oder halt so gewohnt lange 20 Minuten. Und ja, das ist nur eine Folge oder also ein Video pro Tag kommt, liegt einfach daran, dass ich einfach keine Zeit habe, in der Woche wirklich viel zu machen. Das wird sich aber ab dem Wochenende ändern, da habe ich ein bisschen mehr Zeit, kann ich an manchen Tagen vielleicht ein bisschen mehr aufnehmen, da kann ich auch Diablo ein bisschen länger aufnehmen, die Folgen vielleicht 30 Minuten lang machen, davon dann irgendwie, keine Ahnung, werde ich auf jeden Fall vorproduzieren für die Woche. Also hier mindestens 4 werde ich aufnehmen am Wochenende von Diablo 3. Und vielleicht sogar viel mehr noch. Also, habt erwartet, dass da, ja, da könnt ihr viel erwarten. Am Wochenende werde ich sehr viel vorproduzieren und auch in der Woche kommt dementsprechend ein bisschen mehr. Ich hoffe auch, dass ich eine CSGO-Runde oder so aufnehme oder vielleicht mal League of Legends. Eine kurze Runde einfach nur, um Abwechslung zu bieten. Aber das wird sich alles dann ergeben. Wie gesagt, noch kein Upload-Plan oder sonst was. Und bis dahin, viel Spaß. Viel Spaß mit weiteren Videos auf YouTube. Keine Ahnung, tut mir leid, ich war gerade ein bisschen brain off. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Lasst doch eine positive Bewertung. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und konstruktive Kritik in die Kommentare, was ich noch verbessern könnte. Und bis dahin, ciao, ciao. Und bis zum nächsten Video.